Unseren Politikern ist sprichwörtlich nichts mehr heilig. Jetzt wollen die Politiker Weihnachten und alle christlichen Traditionen abschaffen. Natürlich aus Respekt vor dem Islam. Also ich kann gar nicht so viel essen, wie ich jetzt gerne brechen will. Das ist eine riesengroße Sauerei. Alle Details in diesem Video. Unsere Politiker in Europa und in Deutschland werden immer asozialer und zerstören wirklich alles, was uns heilig ist. Alles, was uns ausmacht und was uns am Leben hält. Sie zerstören unsere Wirtschaft, sie zerstören unsere Familien und jetzt zerstören sie auch noch unsere Kultur und unsere Religion. Auf der Seite des Europaparlaments kann man jetzt Folgendes lesen. EU streicht Weihnachten sowie Maria und Josef. Ein interner Leitfaden für inklusive Kommunikation der Europäischen Kommission, von der EU-Kommissarin Helena Dalli verantwortet und durch verschiedene Medienberichte öffentlich gemacht, sollte die Diversität der europäischen Kultur darstellen und die inklusive Haltung der Kommission zeigen. Der Zweck der Leitlinieninitiative war es, die Vielfalt der europäischen Kultur zu veranschaulichen und den integrativen Charakter der Kommission zu zeigen. Die EU-Kommissionsmitglieder sollten angehalten werden, Begriffe wie Weihnachten sowie Maria und Josef aus ihrem Vokabular zu streichen und diese durch Wörter wie Ferienzeit und Malika und Julia zu ersetzen. Boah, so sieht's aus. Also, nicht nur, dass das hier eine Sprachpolizei ist, sondern die EU und die deutschen Politiker wollen jetzt unser Weihnachten und andere christliche Feste verbieten. Weil wenn du Weihnachten feierst, dann bist du ein Rassist gegenüber den anderen Kulturen. Wow! Also, jetzt sind wir wirklich schon so weit gekommen, dass unsere woken Politiker solche intellektuell degenerierten Vorschläge machen. Aber nicht nur die hier, auch unsere linksgrünen versifften Beamten in Deutschland machen solchen Schwachsinn. Und die überlegen nicht nur darüber, Weihnachten abzuschaffen, sondern die setzen es bereits um. Die Frankfurter Rundschau schreibt, Kita streicht Weihnachtsbaum aus religiösen Gründen. Träger reagiert auf Hasswelle. Eine Kita verzichtet auf einen Weihnachtsbaum, dafür wird sie im Internet mit Hass überzogen. Die Reaktion des Trägers landet auch bei Union-Politikern. Aber auch in Österreich lässt man sich nicht lumpen, weil auch da wollen ja die ganzen woken grünen Politiker ja ganz vorne mit dabei sein, ja, in der Umsetzung ihrer kranken Ideologie. Der Fokus schreibt, Kindergartenleitung verbietet Nikolausbesuch. Eltern empört. In einem österreichischen Kindergarten wurde Nikolaus in diesem Jahr von den Verantwortlichen ausgeladen. Der Grund dafür seien kulturelle Unterschiede und Diversität. Außerdem hätten einige Kinder Angst vor dem Mann. Die Eltern sind mit dieser Tat aber nicht einverstanden. Boah. Und das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir wären hier gerade live Zeuge davon, wie unsere Politiker und unsere Beamten unsere Kultur und unsere christlichen Werte zerstören. Und das Krasse ist, sie begründen die Entscheidung damit, dass sie die Diversität der europäischen Kultur darstellen und eine inklusive Haltung zeigen wollen. Und da sage ich euch, wenn das wirklich so ist, dann scheiß auf Diversität und scheiß auf inklusive Haltung. Weil wenn die EU die Diversität der europäischen Kultur zeigen will, indem sie unsere Kultur und unsere Werte abschafft, dann ist das nicht nur reine Heuchlerei, sondern dann kann ich darauf auch komplett verzichten. So ein Mist braucht niemand. Aber pass auf, ja, dabei wird es ja nicht bleiben, weil es wird jetzt ganz genauso passieren wie auch bei dem ganzen Transgender-Schwachsinn. Zuerst dürfen sich ja Frauen und als Männer definieren, andersrum, aber zuerst war alles freiwillig. Und jetzt steht das Ganze sogar unter Strafe, wenn man zum Beispiel einen dieser beiden Typen hier als Mann bezeichnet, ja. Und genauso wird es dann auch bei Weihnachten oder beim Nikolaus passieren. Jetzt ist
der Verzicht auf Weihnachten und den Nikolaus noch freiwillig, aber im nächsten Schritt werden sie es dann verbieten, um ja der kulturellen Diversität gerecht zu werden. Ja? Und dann kommt genauso wie bei Corona die Polizei zu dir nach Hause und prüft, ob du auch ja keinen Weihnachtsmann bei dir zu Hause hast. Unglaublich krank. Und die Medien, die machen diesen ganzen Schwachsinn mit, die springen auf diesen Zug auf und verteidigen diese kranke Ideologie sogar noch. Zum Beispiel die Frankfurter Rundschau. Sie schreiben: Ein Weihnachtsbaum erhitzt die Gemüter und wird sogar zum Politikum. Also eigentlich ein fehlender Weihnachtsbaum. Denn die Kita Mobi aus Hamburg will dieses Jahr darauf verzichten, eine Tanne zu schmücken und da auf ihrem Grundstück aufzustellen. Die Folge dieser Entscheidung ist so traurig wie erwartbar. Im Internet wird die Einrichtung mit Hass und Hetze überzogen. Boah. Was bitteschön ist denn daran traurig, wenn eine denkbehinderte Kita-Führung den Weihnachtsbaum abschafft und dafür den Hass der Eltern entgegenbekommt? Absolut rein gar nichts, weil im Gegensatz zu dieser Kita-Führung sind die Eltern noch bei klarem Verstand und wollen sich diesen woken Schwachsinn eben nicht gefallen lassen. Das ist doch nicht traurig, das ist normal, ja? Die Eltern geben nämlich ihre Kinder in die Obhut dieser Kita und vertrauen dort auf die Sorgfalt und deren ihre Fürsorge. Und dann dreht diese Kita-Führung durch und verbietet wegen ideologischer Indoktrinierung den Weihnachtsbaum. Das ist doch krank. Genauso wie diese ganzen Kitas jetzt mit der Frühsexualisierung oder den ganzen Transgender-Unsinn anfangen, ja? Das ist für mich Kindeswohlgefährdung und selbstverständlich laufen die Eltern dagegen Sturm. Ich halte es für absolut pervers, wenn unsere Politiker unsere Kultur und unsere westlichen Werte über Bord werfen, nur um damit ein paar muslimischen Flüchtlingen zu gefallen. Und ich sag's mal ganz deutlich, ja, wenn andere Menschen zu uns kommen und bei uns leben wollen, dann haben sie sich gefälligst zu integrieren und nicht andersrum. Die Flüchtlinge haben sich an die deutsche Kultur anzupassen und nicht die deutsche Kultur an die Flüchtlinge. Und selbstverständlich sind alle friedlichen Kulturen in Deutschland willkommen. Aber jede Kultur muss die andere respektieren und auch akzeptieren. Und wenn wir jetzt den Weihnachtsbaum und den Nikolaus abschaffen müssen, sodass sich die Muslime bei uns wohlfühlen, dann muss ich sagen, hey, wenn euch unsere Kultur und unsere Religion nicht passt, dann geht halt woanders hin. Es gibt viele andere muslimische Länder auf der Welt, wo kein Weihnachten gefeiert wird. Und da fühlt ihr euch wahrscheinlich wohler. Tja, und wenn ihr dann geht, dann nehmt bitte unsere ganzen denkbehinderten Politiker gleich mit, sollen die doch woanders ihren Schwachsinn ausleben. Es ist einfach nur noch irre, was bei uns in Europa und auch speziell in Deutschland abläuft. Und das sage ich nämlich deswegen, weil Deutschland meine Heimat ist, auch wenn ich gerade in Costa Rica lebe. Hier in Costa Rica gibt es solchen Mist nicht. Hier gibt es nur Mann und Frau und es gibt natürlich Weihnachten, ja? Und irgendjemand, der das in Frage stellt, dem wird der Finger gezeigt. Und vor allen Dingen wirst du nicht dafür angezeigt oder sogar mit 10.000 Euro Strafe belegt, wenn du der Meinung bist, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Tja, und genauso ist es eigentlich fast überall auf der Welt. Überall tickt man noch normal diesbezüglich, nur bei uns in der EU und in Deutschland drehen unsere Politiker komplett durch. Was sagt ihr denn dazu, dass die EU jetzt Weihnachten und den Nikolaus abschaffen will? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.